Herzlich willkommen im Cube Store bei Multicycle in Weiterstadt. Eigentlich hätten wir ja heute eröffnet, aber durch den Lockdown können wir das nicht. Entsprechend machen wir eine virtuelle Eröffnung und gucken halt, dass wir euch möglichst viel von unserem Laden zeigen können. Ja, warum Weiterstadt? Durch die gute Infrastruktur und die gute Autobahnanbindung ist der Standort hier einfach ideal. Und auch die Mitarbeiter haben morgens allerbeste Chancen, hier ziemlich staufrei anzukommen. Auf unseren knapp 1000 Quadratmetern haben wir hier ca. 330 bis 350 Räder, 6 Tannenbäume und ungefähr 240 Christbaumkugeln. Okay, hier befinden wir uns im Bereich der vollgefederten Modelle. Die werden im Volksmund Fully genannt und wir bezeichnen die Modelle halt als Stereo. Vorne und hinten zwei Dämpfer verbaut und preislich bewegen die sich von 4.000 bis 6.000 Euro, 6.400 Euro, je nach Ausstattung. Die Top-Modelle haben auch einen Carbonrahmen dann. Und Motorisierung bei den Hybridmodellen, bei den Stereo-Hybridmodellen, ist wie bei allen anderen auch die Firma Bosch. Und kommen jetzt im Bereich Tour an. Das heißt also für Leute, die tatsächlich ganz viel auf der Straße unterwegs sind, lange Strecken fahren wollen, mit Gepäck unterwegs sind. Dafür sind die Kathmandu-Räder, vor denen wir jetzt gerade stehen, top geeignet, weil wir einen angeschweißten Grundgepäckträger, der also verschiedene Gepäckträgersysteme aufnimmt oben. Also man kann da, im Moment haben wir das Racktime-System, da gibt es noch verschiedene andere. Also das ist im Prinzip Rahmenbestandteil und gibt dem Rahmen eine immense Stabilität. Eine weitere Besonderheit ist bei den Tourenrädern, dass der Akku komplett geschützt ist. Das heißt, da ist, bevor wir überhaupt an den Akku drankommen, ist da eine Abdeckung drüber. Die kann man abmachen und dann erst kommt man an den Akku und auch ans Schloss dran. Das heißt, auch ans Schloss kann kein Dreck drankommen. So, jede Menge Batterien, Elektropower. Aber was soll ich sagen, es gibt sie noch, die Räder ohne Motor. Hier haben wir zum Beispiel unsere Gravel Bikes. Das sind geländegängige Rennräder, also sehr populär gerade im Moment. Ein Rennrad ist halt was man wirklich in der Haptik einfach mal anfassen muss. Man muss es hochheben, muss sich draufsetzen, man muss das Rad fühlen. Da muss man einfach drauf und es ausprobieren und es muss genau berechnet werden und so. Und da haben wir uns schon auch spezialisiert drauf. Wir haben sogar einen Sattelfinder, der dann für den richtigen Bobbes den richtigen Sattel hat. Das ist das Topmodell von der Kathmandu-Reihe, das EXC. Das ist am hochpreisigsten, hat aber auch die exklusivste und beste Ausstattung. Auch wieder den angeschweißten Gepäckträger. Wir reden über einen Rahmen, der ein Wahnsinns-Hydroforming genossen hat. Also hier sind wir bei unseren Kinderrädern. Ja, unser kindlicher Kundenkreis ruft nach Sporträdern, deshalb gibt es bei uns vorwiegend Kinder-Mountainbikes. So, hier haben wir natürlich noch unsere Reactions. Die gibt es sowohl als E-Bike als auch als Bio, also als ohne Motor-Version. Das ist eins unserer beliebtesten Mountainbikes, die wir anbieten. Und hier drüben seht ihr die AIM-Reihe. Also die sind auch von der Preis-Leistung her im Prinzip unschlagbar.
wenn es ein bisschen ruhiger sein soll, wenn es länger dauert, gehen wir hier in unser Finanzierungsbüro, Tür zu, Ruhe ist. Dann zeige ich euch noch kurz unseren Werkstattbereich. Das sind hier die Arbeitsplätze, hat jeder seine elektrische Hebebühne, weil so ein E-Bike kann auch gleich mal um die 30 Kilo wiegen, wenn ein bisschen Zubehör dran ist. In der Werkstatt werden alle Cube-Räder repariert, auch Räder, die jetzt nicht bei uns im Haus gekauft wurden, wir auch, wir machen die erst heute auch. Ansonsten alle Cube-Räder, allerdings nehmen wir momentan noch ein bisschen Abstand von Fremdmarken. Ansonsten Inspektion, Reparatur, Notfälle und so weiter, kein Problem, könnt ihr gerne vorbeibringen. Die aktuelle Corona-Situation ist die, wir dürfen verkaufen, allerdings nur per Telefon oder per E-Mail. Ihr dürft es im Laden abholen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, schöne Weihnachten und guten Rutsch.